Hallo Leute, willkommen zu meinem Vlog London. Ich wollte euch heute mal zeigen, dass es nicht immer in England regnet. Heute zum Beispiel scheint die Sonne. Und ja, ich mache heute mit euch einen kleinen Rundgang durch London. Ich zeige euch von der Oxford Street über das British Museum, über das London Museum, Tate Modern, Nationalgalerie, so ziemlich alles, was hier so im Zentrum von London umsonst ist. Und ja, mehr dazu nach dem Intro. Wir starten unseren Rundgang durch London bei Selfridges und laufen die Oxford Street dann weiter hoch bis zum Oxford Circus und dann später weiter zum Britischen Museum. Ich gebe euch hier keine Angaben, welcher Shop der beste ist. Da muss ich euch leider enttäuschen. Ich gebe euch ein Top 10 Ranking, welcher Shop der nervigste ist, nach meiner Meinung. Auf Platz 1 ist dabei der gefühlte 70% Ganzjahres-Off-Souvenirshop. Auf Platz 2 wären dann alle anderen Souvenirshops in der Straße. Platz 3 ist Disney. Auf Platz 4 ist die Parfümbude mit Marktschreier. Und auf Platz 5 sind alle anderen Shops in der Straße, da sie alles Mögliche verkaufen, bloß nie das, was man sucht. Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass die Souvenirshops mich nerven? Wo sind all die anderen Shops geblieben, die Kleinigkeiten verkaufen können? Ich meine jetzt nicht die Kleinigkeiten aus China, wie die Souvenirshops, sondern solche Shops halt wie Notting Hill. Wenn ihr dann am Oxford Circus angekommen seid, dann könnt ihr auch ganz genau erkennen, warum ihr dort nicht mit Bus fahren solltet. Ihr seht wahrscheinlich diesen großen Stau, der eigentlich bloß durch Taxis und Bus verursacht wird. In der Stunde fahren da ungefähr 270 Busse lang. Und hier zeige ich euch mal eine Minute Busfahrt, wie das aussieht aus dem Bus. Also man sitzt da und kommt da nicht mal voran. Und am Oxford, an Oxford Circus gibt es noch was anderes. Man kann sich dort ziemlich gut eigentlich immer den Evening Standard oder die Metro-News holen. Die sind relativ interessant, was so halt in London passiert, aber größtenteils steht da auch bloß Müll drin, nach meiner Meinung. Aber diese Zeitung eignet sich für was anderes noch besonders gut. Wenn die Straße mal richtig voll ist, dann kann man sie einfach so zusammenrollen und zur Not kann man sich einfach richtig schön durch die Masse prügeln. Man kommt dadurch wirklich schneller voran. So, ich zeige euch jetzt hier noch ein paar Bilder vom Oxford Circus. An dieser Stelle kreuzt die Oxford Street mit der Regent Street und wenn ihr die Regent Street südwärts runterlauft, dann kommt ihr direkt auf dem Piccadilly Circus und wenn ihr die Regent Street nordwärts hochläuft, dann kommt ihr zum Regent's Park. Aber ich gehe jetzt einfach mal die Oxford Street weiter geradeaus. Wenn ihr diese Straße zum Shoppen besucht, dann müsst ihr eigentlich nicht weitergehen als bis zu Tottenham Court Road. Danach kommen eigentlich bloß noch schlechte Geschäfte. Man muss schon ganz schön lange laufen, bis man wieder ein gutes findet. Aber wir sind ja nicht hier, um zum Shoppen, sondern wir wollen ja zum Britischen Museum. Also laufen wir weiter bis zu Coptic Road. Ihr biegt dann links ab in die Coptic Street. Lauft diese dann bis zum Ende und dann seht ihr auch schon das Britische Museum. Das ist der Eingang und direkt hinter dem Eingang ist gleich eine Spendenbox. Wenn ihr dann nach oben schaut, könnt ihr auch die wunderschöne Decke betrachten. Aber bis auf eine kleine Spende ist der Eintritt eigentlich frei und dann geht ihr erstmal zum Innenhof und schaut euch den an und dann organisiert euch erstmal eine Karte vom Museum. Meiner Meinung nach sollte man zuerst in die Ägyptenabteilung gehen, das ist der Teil auf der Karte, wo Rebecca gerade drauf steht. Dort kann man zum Beispiel den Stein von Rosetta sehen. Das Museum stellt sehr viele alte und interessante Sachen aus, zum Beispiel von den alten Japan, den antiken Griechenland, den antiken Ägypten, von dem Mittelalter, von Nord- und Südamerika, zumindest von der Kultur der Indianern und vorwiegend Keramik. Es gibt dort sogar eine Ausstellung über Afrika, die befindet sich zwar im Keller, befasst sich dafür aber mit moderner und zeitgenössischer Kunst. Wenn man will, kann man das auch folgendermaßen zusammenfassen: Keramik, alte Steine, Pornos, Comics, Souvenirs und Keramik.
Ich schätze mal, nach 2 bis 3 Tagen werdet ihr alles gesehen haben in diesem Museum und dann könnt ihr auch wieder aus diesem Museum rausgehen und euch auch wieder Richtung Oxford Street bewegen. Unser nächstes Ziel ist das Museum of London. Um dorthin zu kommen, gibt es jetzt verschiedene Wege. Einer davon wäre, mit dem Bus zu fahren, was ich bevorzuge, da man etwas von der Stadt sieht. Dazu laufen wir zurück zu Oxford Street und steigen dort in den Bus Nummer 55 ein und fahren bis zur Old Street. Dort angekommen, laufen wir zurück bis zur Goswell Road und biegen dort links ein und laufen bis zur Barbican Station und von dort aus können wir das Museum of London auch schon sehen. Eine kürzere Variante wäre zum Beispiel mit der U-Bahn zu fahren. Hinter dem britischen Museum befindet sich die Russell Square Station. Von dort aus kommt man mit der U-Bahn richtig einfach zum King's Cross und von King's Cross bis zur Barbican Station. Aber nur weil wir das Museum jetzt schon sehen können, heißt es noch lange nicht, dass sich dort auch der Eingang befindet. Um zum Eingang zu kommen, müssen wir erstmal auf den Londoner High Walk kommen, denn damit ist das Museum verbunden. Dies ist der erste Zugang zum Londoner High Walk, den könnt ihr von der Barbican Station sehen. Und dort geht ihr hoch. Dort seht ihr auch gleich den Wegweiser, wo das Museum of London ist. Das alles hat so ein bisschen Bunkerbaucharakter, aber man findet sich relativ schnell zurecht und dort ist der Eingang vom Museum of London. Das Museum of London ist für alle diejenigen geeignet, die etwas über die Geschichte von London erfahren möchten. Dort erfährt man etwas über die Jungsteinzeit, über die römische Antike, über das Mittelalter, über das Victorian Age bis hin zur Industrialisierung. Eine besondere Ausstellung, wie ich finde, ist der Vergleich römischer Gebrauchsgegenstände mit modernen Gebrauchsgegenständen. Zum Beispiel hat man moderne Münzen neben alte Münzen gelegt, ein römisches Wassergefäß neben eine moderne Wasserflasche gemeinsam hinter das Schaufenster gepackt. Dieser Vergleich macht das Ganze besonders interessant, weil wir dann erstmal feststellen, wie ähnlich wir uns eigentlich sind mit den Menschen von damals. Was auch noch ganz toll ist, aus dem Museum heraus könnt ihr einen Blick auf die Londoner Mauer von oben werfen. Man kann die zwar auch von außen besichtigen, aber ein wahres Feeling, wie groß diese Mauer eigentlich mal war, bekommt ihr eigentlich nur dann, wenn ihr von oben auf die Mauer herabschaut. Auch gibt es wechselnde Ausstellungen in diesem Museum. Aktuell ist die Ausstellung Doctor's Sanctuary. Sie berichtet darüber, wie die Ärzte früher an die Leichen gekommen sind, um ihre Fähigkeiten zu trainieren. Unter anderem wird auch gezeigt, wie man früher Menschen behandelt hat. Zum Beispiel wurden mit diesem Set früher gebrochene Beine amputiert. Des Weiteren berichtet das Museum zum Beispiel über das große Feuer, das in London stattgefunden hat, zeigt alte Kostüme aus dem Victorian-Zeitalter oder der Renaissance und hat sogar eine ganze Knastzelle nachgebaut. So, das war das Museum of London. Vom Museum of London ist das nur ein Katzensprung bis zur St. Paul's Cathedral. Das kann man durchaus in einer halben Stunde erlaufen, aber ihr könnt auch einfach den Bus nehmen und dann sitzt du das 5 Minuten. Aber das zeige ich euch nächste Woche. Und nicht vergessen, abonnieren, liken und kommentieren. Bitte vergesst auch nicht, meine vorherigen Videos anzuschauen. Also